Hallo, Name heißt Crazy Smith und willkommen zu einem neuen Projekt. Und das heißt Yoshi Woolly World. Tja, endlich am 26. Juni kam dieses Spiel endlich in Deutschland raus. Ich war im Mediamarkt und hämmerhaft geguckt wegen des mit dem süßen Woolly Yoshi, aber ich kann verraten, das ist gar nicht mehr. Ich werde es dann in nächster Zeit dann holen und dann kommt noch dieses Unboxing-Video. Also, tut mir leid, ich kann es nicht gestern machen. So, nun, endlich kommen die Let's Play with Mila auf 100%. Das heißt, alle Wollknäule und alle Sonnenblumen. Also, das heißt, 100% waren. Also, keine Angst, zu werden auch die Level dann nach und nach dann noch nachholen, wenn ich einfach vergessen habe. Aber wir wollen erstmal hier wunderschön in diese Vollparadies losgehen. Und deswegen würde ich sagen, ihr müsst mir über einem Abo und über einen Daumen nach oben für dieses wollige Projekt freuen. Nun also, los geht's auf ins Wollparadies. Yoshi Woolly World. Tja, und ihr seht gerade, alles ist aus Wolle gehäkelt und so weiter. Man kann ja häkeln und tja, ist so mit Wollstoffen und so. Find's einfach nur süß und ja. Und seht euch das an! Drei Woll-Yoshis. Die sehen echt süß aus, also. Tja. Sehen echt niedlich aus. Und so einen wollte ich, aber leider gar war es zu teuer für meine Geldbörse. Und tja, also kann man Gamepad, Wii von diesem Classic Controller, Wii von diesem und Wii U Pro Controller. Leider hat er. Tja. Also. Ja. So, Yoshi Woolly World. Also würde mich über eine Abo freuen für diesen wunderschönen ersten Part. Und seht mal, die Füße sind echt süß. Also, tja. Wen mag ich denn? Ich muss ja noch einen freiladen für die Together with YOLO. Komm in die Datei ein. Und da gibt es zwei Modi. Er gibt klassisch, also für erfahrene Spieler. Und entspannt, in diesem Modus ist es ein wenig einfacher. Kommen wir mal klassisch, also. Du kannst den Modus jetzt halt ändern. So. So. Ich werde mal Steuerung Typ B, ich nehme mal Steuerung Typ A, weil wir haben nicht die Steuerung durchgelehnt, aber wir werden das natürlich sehen. Also, wir kommen auf der Volator, einer kleinen Insel innerhalb des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Oh, wie süß. Also die Yoshis, die sehen echt süß aus mit so Wolle und so. Doch eines Tages Kamek aus Wolle? Hallo, deine Yoshis. Ich muss euch deine aufgrüßen. Danke für euer Verständnis. Puff. Oh, was? Wollknäule! So dauert das ja ewig. Kommt du, der hat alle auf einmal. Oh ja. Oh, nein. Da müsste reichen. Mach dich mal wieder auf den Weg, bis dann. Oh, Kamek, du Böser. So. Und alle sieht's nicht da. Die sehen echt süß aus mit Wolle, also. Ja, Und ich denke wohl, hey, lass meine Freunde in Ruhe, so. Ich halte Schreierei. Schreierei mit euch Yoshi oder was passiert? Und wups, so. Und dann nur ein Loch, also tja. Ich sehe gerade. Und nun verschwindet er. So, doch bei seiner Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Yoshi halten eine Lagebesprechung ab. Wir retten
Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell schnappen wir uns diesen Halunken. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Wenn sie ihre Freunde retten können, viel Glück, ihr Yoshis. Okay, also, tja. Und einmal gucken wir das mal an, also. Es hier gibt wieder Welten, also, tja. Geht es mit Mibas und das ist der Amiibo-Pavillon. Ich habe noch die Wolle-Yoshis bekommen, also, tja, im letzten Jahr. Dann gelegene Zeit noch holen, dann werde ich es herausfinden. Da gibt es den Museum-Pavillon, dann sind dann noch die anderen Level. So, aber wir steigen erstmal ein in die erste Welt, also da heißt dann, ich spiele natürlich klein, also ihr seht, das sind die Welten da, da gibt es zwei Türme und ja. Und da gibt noch ein Bonus-Level, also wir brauchen da 40 von diesen Blumen, um diese Bonus-Level einzuhalten und ja. Wir fangen an mit 1. Ein Wolle sieht Verstrickungen. Also, das ist das erste Level. Also, wird dann pro Part ein Level. Oh, Wolle sieht Verstrickungen. Und das seht ihr gerade so ein paar Sachen. Also, tja, Miiverse Beiträge, weil. Dann habe ich ja einen und. Oh. Ja, alles möchte ich erholen, deswegen. So, Mewa-Stempel hole ich mir auch noch, also. So, also Yoshi Wobbly World. So, die Diamantenhose auch noch, also. So, also, tja. Was ist denn für ein Move? Keine Ahnung, was das heißen soll. So, gucken wir mal. Also, ich bin natürlich klein, also auf 100%, also. So war dann nicht. Okay. Ihr holt ja noch alles, also tja. Und nicht, wenn ich ein paar verpasse, aber tja. Und in gelegener Zeit noch. So. Mann, dieses Jahr zum ersten Mal. So bin ich ja zum ersten Mal, das ist für mich also klein, also tja. Und dann nicht, wenn ich dann nicht alles hole, aber. Was ist denn da unten? Ach, da kommen die Gegner raus. Sowieso alle noch holen, also.
Also, ich finde echt süß, also, Videos hier und so. Finde ich echt süß, wenn das so knuffig ist, also, tja. Aber was? Da gab es ja auch ganz viele Trailern. War auf der E3, also kam da auch was. Ich habe keine Worte mehr. Zum Glück gibt es da noch ein Behälter, also, tja. Oh ja, eine Sonne, also. So, ich habe sie einfach weggeworfen. Schon wieder eine? So, also, tja, ich bin ein Typ kleiner, also auf 100% halt, also. Ich habe bloß 15? Hä? Ja, sie bleibt doch da. So, da müssen wir alle. Mal, haben wir da alles? Nein, ein fehlt noch. Und noch 4 Miiverse-Stempel. Nein, 3 fehlen mir noch. Und also gleich das Ziel. Was? Okay, nicht auf 100%, also ich werde das Level jetzt gleich nochmal machen, also. So, ich werde jetzt ein Level nochmal machen, also, das heißt dann. Und dann, ich werde die Schaden nach beliebender Zeit nachholen, aber nicht auf 100%, also. Du hast einen Trick an der Gang erhalten, mit dem. Okay, 5 Mods neu ergeben. Was ist denn los hier, also? Blumen-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Der Yoshi-Pavillon wurde auf dem Wollertal eröffnet. Okay, dann nächste Level, aber 4 von 40. Okay, ich gehe dann nochmal rein und werde. Ich gehe dann nochmal rein und hole dann den einen. Den einen hole ich noch nach, denn tja, ich das Ganze auf 100%, hallo? Bevor wir dann in den nächsten Level gehen, möchte ich einmal hier die 100% holen. Was fehlt uns dann noch? Also, ich spiele mal durch, also, nur die bin ich da nicht. Kann da nicht das? Hm.
So, ich hole jetzt mal Wolle. Weil wenn ihr nicht weiter dann schaut ihr mal in die Kommentare schreiben, wo. Wo ist denn der eine? So. Wo könnte das? So, dann muss ich mal gucken, wo die das eine. Ich habe keine Wolle mehr. Zum Glück wieder in meinem Vorratkasten. Wo ist denn? Wo ist denn? Was? Ach, oh nö. Oh. Man muss da richtig treffen, oder? Ich würde sagen, ich werde in gewohnter Zeit noch nachholen, aber. Tja, ich werde den Geburtstag einmal nachholen, aber tja, haben nicht die 100%, heißt, ich werde noch das einen noch nachholen. So, wenn ob ich im ersten Part noch ein 2 machen werde oder. Kann man da. Welche Übersicht? Achso, sind die ganzen Dämme, also. Also, welchen Übersicht? Mibo Pavillon 0, Yoshi Pavillon 1 von 66, Museum Pavillon 2 von 73, 4 von 4. Zieh so. Okay, nicht ganz auf 100%. Das heißt, ich werde den einen Volkner noch nachholen. Also. Tja, wir werden das sowieso noch, also noch nachholen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann. Weiter, das ist das Part 1, also wir werden dann in die Welt dann zurückkehren, wo wir schon waren und werden dann also noch nachholen, also was wollen wir da? 40, so wir haben jetzt mal 4. Also wir machen da 40, also ich würde sagen, in der nächsten Mal geht es dann weiter mit Walter Hüpfbäumen. Also wenn wir über einen Daumen nach oben freuen und bisher was in der nächsten Folge von Yoshi Wolbert. Wenn euch der erste Part gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo es weitergeht mit 1, 2, Wald der Hüpfbäume. Also, bis dann, ciao, euer Crazy Smith.